Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Interviews der Woche hier auf TV Schwerin. Und wir widmen uns mal wieder der Oberbürgermeisterwahl, die, wie Sie ja wissen, am 4. September hier in Schwerin über die Bühne gehen wird. An meiner Seite ist heute Stefan Timm. Er ist einer der letzten Kandidaten, die wir Ihnen vorstellen wollen, weil Sie haben sich auch relativ spät entschieden, Oberbürgermeister von Schwerin werden zu wollen. Warum so spät? Ja, ich habe mich gar nicht so richtig damit beschäftigt mit dem Thema vorerst. Und habe dann mal gelesen, dass man als Einzelkandidat gar nicht so viele Hürden überwinden muss. Und habe dann gesagt, okay, damit kann ich es schaffen. Weil diese 1000 Unterschriften, die ja so teilweise rumgehen, das musste ich nicht als Einzelkandidat machen. Ich konnte mich selbst vorschlagen und dann war das sehr einfach. Aber das kann ja nicht der einzige Grund gewesen sein, warum Sie jetzt Oberbürgermeister von Schwerin werden wollen, dass es so einfach ist oder für einen Einzelkandidaten. Nein, das ist richtig. Das war nur der Beweggrund, um die Entscheidung auch für die Bewerbung zu treffen. Und der Beweggrund, Oberbürgermeister zu werden in Schwerin, ist eigentlich, dass es Sachen gibt, die mir nicht so gefallen. Ich außerdem denke, dass man einfach mal den Leuten noch eine andere Option geben muss, außerhalb der Parteienlinie. Und da denke ich, als Einzelkandidat ist das eine Möglichkeit. Kommen wir mal darauf zu sprechen, was gefällt Ihnen nicht so? Was mir nicht gefällt, ist eigentlich, dass die Stadt in ihrer Schuldenuhr seit Jahren nicht nach unten zeigt, sondern immer nach oben. Mir gefällt auch nicht, dass wir wohnungsbaupolitisch das Problem haben, dass wir im Stadtkern immer teurer werden. Das heißt, im Randgebiet Dresch, Lankow haben wir die günstigen Mieten. Wir haben dort Ansiedlung von sag mal, sozial schwachen Leuten und damit eine Ballung. Und das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Und Sie sprachen es an, Sie wollen ein Stück weit Opposition betreiben gegen die Parteiendemokratie. Ich meine, das ist doch die Grundlage unseres Staates. Ja, ich will eigentlich gar nicht Opposition, ich will eigentlich den Leuten eine Möglichkeit geben, außerhalb der Parteienlinie wählen zu können, weil sie einfach vielleicht sagen, okay, ein Einzelkandidat hat aus unserer Sicht die Möglichkeit, das, was wir wollen, auch umzusetzen. Ja, also politisch kann man sie da irgendwo einordnen, wenn man so will. Also wir leben ja alle so, dass wir alle möglichen Leute immer gleich in Schubladen stecken wollen. Stehen sie links oder eher rechts oder wo würden Sie sagen, stehen sie politisch? Sie können mich in alle Schubladen reinstecken und können mich bei gewissen Themen auch wieder rausholen. Ich habe einfach das Problem, dass ich innerhalb vieler Parteien einiges Gutes sehe und aber auch einiges, was mir nicht gefällt. Deswegen lasse ich mich in keine Schublade von denen stecken. Ich kann das einfach nicht. Für mich gibt es das nicht. Ich bin sozial, ich bin aber auch wirtschaftlich, weil alles nur in einem ausgeglichenen und ausgewogenen Verhältnis funktionieren kann. Ja, also was Ihre politische Kompetenz dann anbelangt, würden Sie sagen, Sie würden sich bei allen Parteien das nehmen, was nützlich ist, was gut ist? Ja, das wäre mal eine schöne Partei, die das schafft, ja, das dann auch umzusetzen. Und auf Inhalte kommen wir später noch zu sprechen. Was ja für den Job natürlich auch eine Voraussetzung ist des Oberbürgermeisters, ist ja Führungskompetenz auch. Also man hat ja da ein Unternehmen zu leiten, wenn man so will, und fast 1000 Beschäftigte, die hier in Schwerin der Verwaltung arbeiten. Was bringen Sie damit an Erfahrung? Also in der Tat ist das natürlich eine schwierige Frage, weil die Erfahrung, 1000 Leute zu führen, kann ich nicht mitbringen. Ich bin in der WMAG AG und bin da als normaler Sacharbeiter tätig. Denke aber auch, dass ein Großteil persönliche Kompetenz eine Rolle spielt und Einfühlungsvermögen. Ob der Oberbürgermeister jetzt so viel Personalentscheidungsgewalt hat, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht so. Aber ich als ehemaliger Soldat und jetzt Reservist in einem Bataillon in Hagenow denke, dass ich aufgrund meiner Ausbildung zum Offizier einen gewissen Teil mitbringen kann als Führungskompetenz. Ja, Sie hatten es mir bereits im Vorgespräch erzählt. Sie waren 8 Jahre bei der Bundeswehr und haben unter anderem auch in Afghanistan gedient. Waren eigentlich so auch extrem belastenden Situationen ausgesetzt? Ja, wir waren 2003 eingeflogen. Das war nämlich genau das Datum, als der Busanschlag unten gerade eine Woche alt war und wir haben die Absicherung gemacht für die Familien, die darunter geflogen wurden. Im Folge der Zeit, im Verlauf der 7 Monate, sind natürlich noch einige Anschläge passiert. Und das war nur der Anfang. Ne? Man hat ja in den laufenden Jahren dann mitgekriegt, dass das immer mehr wurde. Aber wir haben angefangen, das Mile-and-Wave-Konzept dann so ein bisschen zu beenden und mussten natürlich dann auch die Deckung aufsuchen für uns selbst. Ja, vor dem Hintergrund der Anschläge in Deutschland, die es ja in den letzten Wochen und Monaten ja auch häufig gegeben hat, jetzt auch bei uns, unterschiedlichsten Charakter natürlich, haben Sie da einen Ratschlag für die Politik aus Ihrer Sicht des Soldaten? Es ist natürlich schwierig, weil wir sprechen von, ich würde mal sagen, das sind Nicht-Kombatanten, würde man in unserem, das sind Leute, die sich nicht zeigen. Die sind weder irgendwo aktiv oder man muss sie natürlich nur über den Verfassungsschutz oder staatliche Organe dann irgendwie aufspüren können.
Es ist schwer. So eine Menschen kann man kann nicht in den Kopf gucken und weiß nicht genau, wann, wie, wo, was passiert. Und bei dem einen sagte man ja eventuell, dass es eine Art, ich sag mal, geistige Irritation gab. Der war halt in Behandlung. Der im Zug, weiß ich nicht, der junge Mann. Also ist es schwer. Ich kann da gar keinen Tipp geben, weil überprüfen können wir sie alle nicht im Vorfeld auf das. Noch eine bundespolitische Frage, die ja das Land auch umtreibt, immer wieder gestellt wird. Soll die Bundeswehr denn zu Sicherheitseinsätzen auch im Inland mit dazugezogen werden, wie es zum Beispiel die CSU fordert? Also wissen Sie, sie kann verstärkend tätig sein. Das ist möglich. Sie hat es geschafft bei der Oder, bei dem Hochwasser. Sie hat es bei einigen anderen Katastrophen, Naturkatastrophen geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, eine Ausnahmesituation zu schaffen, die es erlaubt, über die Amtshilfe von Polizei wegen nachzufragen, ob die Bundeswehr mithilft. Warum nicht? Das ist Potenzial, das ist Manpower, die ist da. Warum soll sie nicht genutzt werden? Gehen wir mal auf die Probleme ein von Schwerin. Wir haben es ja bereits angesprochen, dass, was Sie stört, ein großes Problem, Schuldenuhr. Nun ist das wirklich nicht nur ein hausgemachtes Problem, sondern es geht vielen Kommunen in ganz Deutschland so, dass die im Grunde ein Überschuldungsproblem haben. Und gerade Städte wie Schwerin, die eigentlich recht strukturschwach sind, jetzt kommt wieder Wirtschaft mit dazu, jetzt kommt auch bescheidenes Wachstum an der Bevölkerung wieder mit dazu. Aber was haben Sie denn da für Rezepte, was Schuldenabbau anbelangt, einer Stadt noch mehr sparen? Es ist in der Tat schwierig. Das sind auch die häufig gestellten Fragen. Wie können wir unsere Schulden abbauen, ohne gleichzeitig an anderen Enden was einzusparen? Ich muss dazu sagen, die Budgettöpfe der Stadt sind mir jetzt im Einzelnen nicht geläufig. Das wird man wahrscheinlich dann erst im Laufe der Zeit mitkriegen. Grundsätzlich wissen wir aber alle als Bürger, was in Schwerin das Problem ist. Wir haben in Schwerin keine, ich sag mal, Industrie, keine wirkliche. Wir haben als Dienstleistungsstadt unwahrscheinlich viele Dienstleistungsfirmen, die in der Gehaltsstruktur natürlich unwahrscheinlich schwierig sind. Das heißt ziemlich, ich sage mal, Mindestlohnsektor bis etwas drüber. Da würde ich eine Möglichkeit sehen, dass wir Gewerbeindustrie reinholen, die hier auch eine ganz andere Gehaltsstruktur zahlt und die natürlich auch sich ansiedelt und gleichzeitig als Zug fährt dann um sich herum andere Industrie schart. Damals war ja das Beispiel BMW, wäre schön gewesen aus meiner Sicht. Aber wo soll die herkommen? Und glauben Sie nicht, dass es da schon genügend Organisationen oder Institutionen gibt, die da unterwegs sind, um dieses Gewerbe mit einzuwerben? Oder ist das Ihnen noch zu wenig? Naja, wir sehen ja, dass es bis jetzt also noch nicht von Erfolg gekrönt war, dass wir hier was Großes kriegen. Wir haben Nestle wäre jetzt ein Gegenbeispiel. Nestle ist ein Gegenbeispiel, aber Nestle ist auch ein Beispiel für das, was ich sage, dass wir da nicht so viele, also das Gehalt, was da passiert, das ist nicht die Zahlung. Ja, das sind einfach für die Leute, die macht es nicht glücklich hier. Ne? Also keine Fachkräfte, also keine hochqualifizierten Fachkräfte. Genau, also wir müssen ja unten ansetzen. Ne? Wir haben ja das Problem, dass wir in Schwerin auch keine Hochschulen haben, dass wir die Leute, die wir hier ansiedeln möchten, nicht ausbilden können und sie gehen alle weg. Und dann kann natürlich auch keine Firma kommen, die hier Fachkräftepersonal vorfindet. Und das nächste ist, ich bin auch nicht der Mann, der sagt, ich möchte hier eine Firma ansiedeln. Das ist natürlich schön, wenn Leute Arbeit haben und aus dem Arbeitslosengeld 1 raus sind. Aber dann sind sie im Mindestlohnbereich und kriegen am Ende der Reise fast genauso viel, wenn sie arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das so zielfördernd ist. Weil das Problem ist ja auch, dann gehen sie irgendwann in Rente und in der Rente sollen sie von ihrem Mindestlohn leben. Und dann sind wir als Kommune wieder zuschlagspflichtig. Und da beißen wir uns selbst in den Schwanz. Ein Teufelskreis also. Ja, ist es. Wie würden Sie es denn machen, gerade junge Leute hier zu halten, wenn es noch nicht diese Unternehmen gibt, die Sie gerade ansprachen? Aber Sie sagen auch, als OB sollte man viel aktiver sein, als Oberbürgermeister viel aktiver nach draußen gehen und Unternehmen ansprechen? Oder was haben Sie für Rezepte da nochmal? Also ich glaube, dass wir natürlich erstmal über diese ganze Bildungsschiene gehen müssten. Dass wir versuchen müssten, Hochschulen ist immer eine Frage des Landes, das wissen wir, aber vielleicht gibt es Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen, hier Außenstandorte herzukriegen. Dass wir versuchen, den Ausbildungssektor hier ein Stück anzuheben. Das heißt nicht nur die normale Berufsausbildung, sondern auch in diesem Bereich Bachelor, Master, Abschluss. Und zwar haben wir schon welche, wir haben Game Design und wir haben sonstige Sachen, aber wir haben die Industrie dafür nicht hier. Und wir möchten ja normale Industrie, ich sag mal Maschinenbau, Ingenieurswesen, Elektrotechnik, das wären so Sachen, die vielleicht hier interessant wären. Und das wäre dann eine Möglichkeit, unten anzufangen und dann würden die Firmen auch nicht nur über diesen Lohnlevel kommen, sondern auch mal über den Ausbildungslevel. Das heißt, hier finden wir Fachkräfte und die könnten vielleicht bei uns. Die meisten, die jetzt gekommen sind, denke ich, sind einfach gekommen, weil Schwerin einfach gute, billige Arbeitskräfte bietet. Weiche Standortfaktoren wie Kultur
Natur, wie auch immer, spielen da auch eine Rolle mit. Da hat Schwerin ja ganz viel zu Ja, bieten. aber wissen Sie ganz ehrlich, wenn ich eine Firma habe, dann sind die weichen Standortfaktoren vielleicht mit einer Note C versehen. Und erst das Finanzielle kommt mit der A. Außer ich bin ein Unternehmen, das so viel Geld hat, dass das egal ist. Also das ist bestimmt interessant und wichtig. Und das mag sein, dass Sie natürlich wollen, dass die Mitarbeiter auch glücklich sind in ihrem Umfeld. Aber erstmal geht es ja um das Unternehmen, das sich irgendwo ansiedelt. Und das will natürlich gucken, ob die Zahlen passen. Meine Frage zielte natürlich auch in die Richtung, Sie zu fragen, wie ist Ihr Programm als Oberbürgermeister, was die Themen Kultur und natürlich Standortmarketing anbelangt? Ja, also wie gesagt, ich mag das, was in Schwerin passiert, mag ich. Es gab mal eine Aussage, wo man sagte, dass Schwerin eigentlich genug bietet. Das kann ich als junger Mensch, würde ich mich jetzt mal bezeichnen mit 40 Jahren, nicht ganz bestätigen, weil ich das Gefühl habe, dass die Jugend noch nicht die Möglichkeiten hat, hier wegzugehen. Wir haben ein schönes Staatstheater, wir haben vernünftige Schlossfestspiele, die werden organisiert rund um Schwerin. Wir haben also allgemeine Feste, die auf den schwimmenden Wiesen und sonst wo stattfinden. Aber ich denke, dass wir viel mehr Möglichkeiten brauchen, auch wo junge Leute hingehen können abends. Nicht nur Jugendclubs, sondern auch mal Diskotheken oder sonstiges. Dafür kann ich jetzt persönlich nicht sorgen, aber man kann halt diese Rahmenbedingungen schaffen und Möglichkeiten schaffen, dass sich Leute selbstständig machen mit sowas. Ja, nur ist ja der Wahlkampf, hat ja voll Fahrt aufgenommen, wenn man so will. Wenn man durch Schwerin fährt, sieht man schon ganz viele Plakate. Man sieht sogar Wahlwerbespots auf unserem Sender, auf TV Schwerin, was die Oberbürgermeisterwahl anbelangt. Sie sind da nicht zu finden. Woran liegt das denn? Tja, Also. das liegt an meinem begrenzten Budget als Einzelkandidat. Das ist eine Sache, die ich mir nicht leisten kann und auch nicht wahrscheinlich leisten will, weil das sind Tausende von Euro, die ich nicht einfach aus einem Sack nehmen kann, der nicht da ist. Aber dann könnte man dann sagen, das gehört da eigentlich mit dazu, dass man sich Gelder mit besorgt oder eine Lobby auch mit aufbaut, bei den Unternehmen natürlich vielleicht auch Geld einsammelt, die einen dann Also unterstützen. ich möchte ganz gerne frei sein von irgendwelchen Geldern, die mir irgendeiner zusendet, damit ich dann parteilos irgendwo als Bürgermeisterkandidat mich aufstelle und dann vielleicht in die Abhängigkeit gerate, weil ich Geld bekommen habe. Das ist nichts für mich. Letzte Frage natürlich nochmal. Erste Frage hat mir gestellt, warum gerade Sie Oberbürgermeister werden wollen. Letzte Frage wäre dann natürlich noch, warum sollen die Leute gerade Sie wählen? Ich bin jung, ich habe ein Herz für Schwerin. Ich gebe Gas und das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, das, was ich sage, das will ich eigentlich auch machen. Herr Tim, vielen Dank für das Interview an dieser Stelle und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben unten nochmal die Internetadresse von Herrn Tim mit eingeblendet, seine Seite, wo er dafür wirbt, dass gerade er der Oberbürgermeister von Schwerin werden will. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier an dieser Stelle. Tschüss!